Kleiner Vergleich steht heute an. Welcher sherry-lastige Glenturret liegt mir mehr? Der 12-jährige mit 46 Volumenprozenten oder der 15er mit 53 Volumenprozenten? Bleibt dran, wir finden es gleich raus. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Wer mich regelmäßig stalkt, weiß, dass ich den 12-Jährigen schon letztes Jahr hatte. Allerdings die Version 2020 und hier habe ich jetzt das Release 2021 stehen. In dem alten Video heule ich so ein bisschen rum, dass ich den 15er nicht ergattern konnte. Und dass ich das unbedingt nochmal nachholen will. Jetzt auch hier die 2021er Version. Und ich finde es wirklich gut, was Glenturret da macht. Sie verändern diese Batches leicht, diese Jahrgänge. Da kommt doch ein bisschen Spannung auf. Jetzt kenne ich den alten 15er nicht, aber das erinnert mich so ein bisschen an Springbank, an die 12-jährige Fassstärke, die sich auch immer leicht verändert. Oder auch der 18er, ne? Ob jetzt vom Longgrow oder Springbank normal. Immer leichte andere Fassvariationen. Ich hole mal die Flasche raus. Diese Pappverpackung ist generell ganz gut, aber sie ist für diese schwere Flasche einfach, ja, auf Dauer zu weich. Obwohl es ein fester Karton ist, aber das Ding ist echt ein Monster. Also, ich glaube, ich habe es in meinem alten Video schon gesagt. Sie gehören jetzt ja auch so einem Luxusgüterkonzern Lalique. Die machen, glaube ich, auch hochwertige Glassachen. Ich glaube, so Parfümdekanter und sowas. Und naja. Schlecht sieht die Flasche ja nicht aus. Lässt sich nur bescheiden einschenken. Also ich hatte das Gefühl, dass hier permanent Unmengen an Whisky runterlaufen. Und ein, zwei Flaschen habe ich schon hier auf der Theke eingeschenkt. Ja, sonst diese ganze Eigentümerwechsel und so Geschichte möchte ich jetzt gar nicht hier nochmal aufbrechen und mit älteste Brennerei und den ganzen Hickhack. Nein, es geht um den Whisky. Schande über euch, Glenturret. Schreibt doch mal was Gescheites auf die Verpackung drauf. Steht auf beiden der gleiche Text drauf. Naja, bis auf so minimal Notes da unten. Aber die haben mich jetzt eh nicht interessiert. Dabei habt ihr doch eine Internetseite, die ein paar Infos, auch wenn es so marketingmäßig verpackt ist, hergibt. Der 12-Jährige soll zum Beispiel First Fill. Ich nehme mal kurz meinen Zettel. Also europäische Eiche und amerikanische Eiche beinhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da was vom First Fill stand. Das muss ich nochmal passen. Und was ich schön finde, man kann sich auch noch das 2020er Release anschauen. Und da war nämlich nur die Rede erstmal in diesem Marketing-Blabla von europäischer Eiche. Schließt natürlich nicht aus, dass auch amerikanische drin war. Aber jetzt wird es extra gesagt. Ja, kostet 50 bis 60 Euro. Auch schon letztes Jahr 50 Euro musste man hinlegen, ist für einen 12-Jährigen natürlich erstmal immer noch eine Hürde, auch wenn Whisky immer teurer wird. Andersherum muss ich sagen, wenn dafür am Ende das Produkt stimmt, klar, Altersanzahlen sind cool, aber wenn er am Ende schmeckt, dann habe ich damit ehrlich gesagt kein Problem. Gut, gehen wir eins weiter. Karte weg. Ich blende euch in der Zeit auch mal die Farbe ein. Ja, auf dem kleinen Bildschirm sahen sie gleich aus. Ach ja, und man kriegt diese komische Lasche nicht raus. Ich hatte sie jetzt ein paar Mal draußen, die zerfällt hier schon. Videos gefilmt, eben eingeschenkt und dann wieder rein und raus. Ja, lange hält es dieser Karton nicht mehr aus. Auch weg. Was mir auch noch gut gefällt, sind die 53 Volumenprozente. Letztes Jahr hatte die Abfüllung sogar 56. Die 2020er, genau. Und damals stand nur bei Refill. Und jetzt steht bei First Fill, europäische Eiche und Refill. Und dass es bei dem 15er eher darum geht, die Aromen der wiederbefüllten Fässer in den Vordergrund zu bringen und gleichzeitig den Brennereicharakter noch durchscheinen zu lassen. Also auch wenn das wieder sehr marketingmäßig geschrieben ist, finde ich den Ansatz generell gut. Hier, wie gesagt, gehen sie eben auf
wie gesagt, von Refill steht nichts, deshalb gehe ich von First Fill aus. Und der 12er war echt ein Hammer. In meinem Video letztes Jahr mache ich ihn so ein bisschen runter. Ich glaube, das war meine Tagesform. Da ich damit nicht gerechnet habe, er ist ein extrem eichenlastiger, sherry-lastiger Malt, aber war niemals monoton oder zugepanscht wie manche Einzelfässer, sondern ja, war einfach eine extreme Eichen-Sherry-Geschichte, aber gut. Jetzt bin ich gespannt, was mich jetzt er oder bin jetzt gespannt, was mich jetzt erwartet. Und hier kenne ich ja noch gar nicht. So, Karte außer Hand, kostet ab 90 Euro. Hatte ich irgendwo, habe ich noch im Kopf. Ich glaube, ich habe es gehört. Doch, da habe ich es hingeschrieben. So, ich fange mit ihm hier an. Ich habe vorhin einmal kurz beim Einschenken gerochen und da kam so viel raus. Deshalb hier höherer Alkohol. Könnte ich eh noch verdünnen und dann eben sehr wahrscheinlich ein höherer Refill-Anteil. Dann muss ich erst meine Nase hier reinhalten. Wie beschreibe ich's? Ich denke sofort an einen 18-Jährigen. Still ruht der See. Nicht, dass nichts rauskommt, aber so, da schlummert was unter der Oberfläche. Es kommen so leicht, also diese, es kommen wirklich, Refill-Eiche kommt durch. Dazu, aber irgendwie trotzdem, ich habe Rosinen in der Nase. Ich habe Vanille in der Nase. Karamell, oh, jetzt macht er auf. Trockenfrüchte, Rosinen. Und dann, nicht in der Form, wie Glenfarclas das macht, aber es erinnert mich einfach an diesen Refill Glenfarclas Charakter. Kriege ich solche Konditorei Eindrücke. Es sind eben auch First Fill Fässer drin und die kommen da, glaube ich, mit der Fruchtigkeit durch und harmonieren echt schön gerade mit dem Refill Holz. Das sonst, wie hier, mir manchmal an manchen Tagen doch zu viel ist und einfach andere Sachen zugleistert. Ich möchte ja fast von so einem leichten tropischen Zitruseindruck sprechen, falls er vom Brennereicharakter kommen sollte. Das ist dann so dieser frische Moment in diesem 15er. Zimt. Keine weihnachtlichen Assoziationen, es ist, wie gesagt, eher in einer Konditorei. Und das nicht zur Weihnachtszeit. Stark, also sehr breit, ein bisschen Understatement, also hier wird jetzt gleich viel mehr Breitseite kommen. Lass mal einen Deckel ab. Das gefällt mir schon mal. Und wenn wir den nochmal gleich ein bisschen verdünnen. So, jetzt hier. Hatte den auch schon ein paar Wochen, habe ich die zwei in der Ecke stehen, aber heute hatte ich auch Lust auf schon schweren Sherry-Einfluss, damit ich ihn jetzt nicht wegen meiner Tagesform oder meinem Tagesgeschmack schlecht mache. Brachiale Eichenwürze. Das erste, was ich in der Nase habe. Dahinter eine Kirsche, auch leichte Trockenfrüchte, aber längst nicht so schwer. Also so. Was heißt so schwer? Hier ist es mehr so eine Art Kompott. Ja, Kompott macht's ganz gut. Trifft es ganz gut. Hier ist es so ein bisschen luftiger. Dafür habe ich aber Würze, Würze, Würze. Dann können wir jetzt diverse Holzassoziationen durchgehen. Hier kriege ich so eine Kräuternote drauf, die ich, da muss ich gleich nochmal drauf achten, ob ich sie beim 15er hatte.
wie so eine. Ich meine, da hatte ich ja noch von meiner Konditorei gesprochen. Hier habe ich jetzt keine Konditorei-Eindrücke, aber als ob einer mit Sägespäne oben nochmal drüber gegangen ist. Wie mit Petersilie über die Suppe. Hier nochmal mit Sägespäne. Er ist generell süßlich, aber wirklich nicht zugekleistert süß. Ich habe keine großen Assoziationen jetzt an PX-Fässer oder sowas. So minimal. Aber das muss nichts mit PX zu tun haben. Ich nehme ihn jetzt einfach mal. Oh, da wird's leicht weihnachtlich. Ein bisschen Zimt. Schwarzer Tee. Kardamom. Lakritz. Süßes Lakritz. Leicht trockener werdend. Ja, dazu so eine leichte Sherry-Note oder schon eine stärkere Sherry-Note mit Trockenfrüchten. Wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie eine Kirsche noch zusätzlich, die ich ja oft bei Sherry habe. Er hat Kraft. Habe ich mich ein bisschen an die Eiche gewöhnt. Er ist, also das ist jetzt wirklich ein Abzug in der B-Note. Er ist vorher so intensiv, dass ich mir wünsche, 48 oder vielleicht auch eben 50 Volumenprozente zu haben. Wenn dann die Eiche hochfährt, ist das nicht mehr so wesentlich. Aber am Anfang. Das ist aber in der B-Note, also die 46 Volumenprozente unterstützen das schon gut und die brauche auch, wenigstens. Irgendwas von so einem frischen Sägewerk hat er da drin. Und sehr wahrscheinlich jeder wird da nochmal andere Holzeindrücke haben. Man muss Spaß drauf haben und dann ist das aber ein Kandidat, wo ich sage, ich wüsste nicht, welche Originalabfüllung in Schottland sherrymäßig da rankommt. Sherry holzmäßig. Das Witzige ist auch, sie schreibt gar nichts von Sherry auf jeden Fall mit diesen Fässern. Es wird immer nur von europäischer und amerikanischer Eiche und von wiederbefüllter Eiche gesprochen. Aber das ist Sherry. Ich möchte jetzt nicht nochmal zig andere Brennereien so vergleichsmäßig durchgehen. Also entweder sind sie zurückhaltender oder haben, ja, machst du jetzt doch so ein bisschen. Aber in dieser Form gleicht das Ganze eher einem unabhängigen Abfüller. Ich sage jetzt mal, gute Edward Dowers aus der 46 Volumenprozente Serie, die silbernen Dosen, wenn die nicht zu zugekleistert sind, gehen so ein bisschen in die Richtung. So. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Jetzt ist er erstmal so ein bisschen weg. Müssen wir gleich mal kitzeln. Ich hier noch ein bisschen Temperatur dran gebe. Ich möchte ihn jetzt nämlich noch nicht für sofort verdünnen. Ich hätte gerne noch ein paar Aromen in der Nase vorher. Leichte Mentholnote. Macht sich jetzt vielleicht auch ein bisschen mit den 53 Volumenprozenten oder wirken sich da aus, der aber gleichzeitig so eine Holzwürze mit hochbringt. Aber eine eben dezentere. Also er ist nicht so komplett refillmäßig, sondern die First Fills kommen dann durch, aber nicht so hanebüchend wie beim 12er.
Das ist wirklich mehr altes Holzlager. Also nicht hier so frische Baumarkt, Bauholzabteilung, sondern ich war da leider noch, ja doch, eigentlich schon. Wenn man irgendwo ist, sich so ältere Möbel anschaut, im Antiquariat, wo auch dann mal ein bisschen Bonawachs und sowas dabei ist. Ja. Das hatte ich, glaube ich, eben noch gar nicht erwähnt. Dieses Bonawachs, das ist eine gute Politur. Das ist eine gute Assoziation, die greift. Es kommt auch wieder stärker durch. Ja, ich nehme ihn jetzt mal. Es ist ein Wetting aus erstbefüllter europäischer Eiche und Refill. So kann man es ganz gut sagen, weil dann baut die doch ganz schön auf. Am Anfang hat man mehr so diese zarteren Refill-Eindrücke, aber dann zum Abgang. Also wenn mir einer sagen würde, wer doch auch First Fill und ich würde ihn nicht kennen, würde ich das sofort abkaufen. Diese leichte Lakritznote gefällt mir. Ach, jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Frucht. Auch hier eher rote Früchte. Meine Kirsche steht für mich im Vordergrund. Weniger die Trockenfrüchte, die ich in der Nase hatte, kommen jetzt eher dann im Abgang mit dieser Politur und diesem stärkeren Holz, was jetzt so ein bisschen nachgelassen hat und dieser, ja, Lakritznote. Und noch sehr viele Sachen, die sehr wahrscheinlich, wenn fünf von euch jetzt hier sitzen würden, hätten sie eben ihre ganz eigenen, naja, Assoziationen abgespeichert, wo ich bestimmt bei einigen auch noch mit zustimmen würde. Ich würde gerne den vom letzten Jahr mal probieren, wenn der wirklich nur aus Refill komplett war. Dann hätte man jetzt nochmal diesen Vergleich vom Holz her. Also, ich muss noch überlegen, wie gut es mir, er gefällt mir schon gut, aber wie gut mir das gefällt, dass dann auf einmal diese First Fill Fässer dann nochmal diese Eiche so pushen. Nehmen wir ein bisschen Wasser. Und dann fährt die Eiche ähnlich hoch auf wie beim 12er, aber nicht ganz so brachial. Weit runter will ich ja gar nicht. Und sie bleibt länger. Ne? Diese 3 Jahre plus sind spürbar. Dieses Frische von vorhin kommt mir wieder in die Nase, wo ich eventuell der Marketing-Geschichte folgen möchte, dass es vielleicht der Brennereicharakter ist. Was so ein bisschen zitrusmäßig rüberkommt. Aber auch Kräutereinflüsse hat er hier. Er hat zwar nicht dieses Topping mit Sägespäne, so frisch ist er nicht. Also, oder diese frische Holzfrische hat er nicht. Wie cremiger. Entwickelt gerade so ein schönes Toffee aus meiner Kirsch-Trockenfrüchte-Assoziation mit dem Lakritz zusammen und das als Toffee noch.
Womit könnte ich den vergleichen? Erster spontaner Gedanke ist der Glengarry 15 Jahre. Sherry, irgendwas, wie er sich schimpft. Ich glaube, den gibt es immer noch. Der ist aber noch mal ein bisschen, also der Glengarry ist noch mal so ein bisschen mehr, er ist so ein bisschen aggressiver in meiner Erinnerung, weil der auch noch mal mehr Alkohol, glaube ich, hat. Die Sherry-Note, sonst, den müsste man damit, also wenn ich einen Vergleich starten würde, wäre mein erster Gedanke, wie gesagt, Glengarry 15 Jahre. Es geht mir gar nicht so sehr um die 15 Jahre, sondern da der eben auch so auf die Sherry-Karte setzt und höherprozentig ist. Und sonst fällt mir das schwer. Was will man da hinstellen? Auch ein Tamdu. 15er, ne? 15er. Hatte der dann schon 46? Ah, da muss ich passen. Aber es könnte sein, dass der da nicht ganz mitkommt. Aber da könnte ich mir noch ein paar, zwei, drei Alternativen aus dem Rippen saugen. Hier beim 12er habe ich eigentlich keine dafür. Wenn man ihn für 90 kriegt und ihn nur noch für 60, dann würde ich vielleicht so ein bisschen argumentieren, kommt, geht den Schritt, nimmt den 15er. Wenn er 50 kostet und er eben auch wie in vielen Shops 100, das ist doppelt so viel, ne? Bin ein Rechengenie. Aber also dann, spricht mehr für den 12er. Es sei denn, man will seinem eigenen Geschmacksvorlieben wirklich oberste, ja, Bedeutung in der Kaufentscheidung geben, dann ja, wenn es dann der 15er ist, dann muss er es eben werden. Aber der 12er hat schon so viel. Und wenn man gegen so ein bisschen Krawallbruder nichts hat, ist der schon nicht schlecht. Dabei kommt es mir vor. Ich meine, ich kann es ja jetzt nicht bestätigen. Ich habe von dem alten 12er nichts mehr. Kommt mir ein bisschen gelassener vor. Die erste Abfüllung 2020 war ja, also laut Text, komplett europäische Eiche. Es wird auf jeden Fall nichts anderes erwähnt. Und ich habe sie auch eben noch so einen Tacken nochmal over the top in Erinnerung. Das kann jetzt meine Tagesform sein, dass ich heute ihn ja extra auch genommen habe, weil ich Bock auf sowas habe. Oder es ist wirklich so. Ich meine, ich fände das ja auch wirklich schön, wenn sie nächstes Jahr wieder ein bisschen spielen und die Mischung ändern. Ne? Muss ja nichts Gewaltiges sein, aber wenn man das Ganze bewusst macht, finde ich das irgendwie viel schöner. Man kann die Abfüllung auch danach kaufen und muss nicht wie bei vielen anderen Brennereien immer hoffen, welches Batch kriegt man da. Oder man muss in den Laden gehen und dann schauen, was ist das? Und dann die Whisky Base auf den Kopf stellen und nochmal, ja, irgendwie bei fünf anderen Seiten nachlesen, sondern man weiß dann einfach, was man kriegt. Von der Seite finde ich das ganz cool. Klar, die sind im Preis angezogen. Ich hatte ja letztens auch mein Video noch mit dem alten Glenturret 30 Jahre. Aber ich möchte den vom Preis her nicht verteufeln. Also da würde ich ja, ihr wisst, ich stehe gar nicht auf Kriegsfuß mit McKellen. Hatte ja letztens auch ein paar davon und fand den 18er echt super, obwohl er so schweineteuer ist. Aber ich würde den hier persönlich, McKellen, erstmal vorziehen, weil ich finde, dass es auch heutzutage noch ein paar Alternativen zum 12-jährigen McKellen gibt. Hierzu aber, wie ich schon ausführlich erklärt habe, nicht. Und McKellen kostet ja nochmal 10, 20 € mehr, je nachdem, was man gerade für einen Preis hat. Und man kriegt dann leider Gottes nur diese 40 Volumenprozente. Ja. Aber das Beuteschema für mich auch was, also komplett unterschiedliches Beuteschema oder wo man gerade Spaß drauf hat. Gut, darüber gibt es leider keinen 18er. Ich meine, es geht sofort in den 25-Jährigen über, der so sündhaft teuer ist, dass wir uns ihn niemals einschenken werden. Und der 30-Jährige, wie ich sagte, die liegen irgendwie bei 1000 Pfund. Deshalb hatte ich ja den alten 30-Jährigen. Okay, in diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.